Jo Leute, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde RimWorld. Ja, letztes Mal habe ich ja hier den Angriff abgewehrt, ne? Ich habe schon mal die Betten markiert, dass sie die abbauen sollen, wenn die fertig sind. Und ich habe gerade schon mal hier im Lager, hier irgendwo, war gerade so ein Reinigungsroboter. Den soll eigentlich mal einer da hinstellen. Wo war der denn? Der stand gerade irgendwo... Ah, hier ist er. Da steht er rum. So, du da, was ist eigentlich mit dir? Schwere Infektion, das ist natürlich scheiße, ne? Wird bereits von Richard benutzt, nicht verletzt. Okay, dann kann die doch mal hier kommen. Board up mal ein und gib mal ein bisschen Schubrakete. Und Piratenhändler auch. Kann man auch direkt gleich mal gucken, was die so haben. Ob wir denen irgendwas verchecken können, schon mal zumindest. Brandgeschosswerfer. Ich brauche ein bisschen Kohle für neue Roboter, deshalb verkaufe ich das jetzt mal alles. So, 250. Jetzt haben wir schon mal 700. Und ich glaube, ich sollte jetzt mal so langsam anfangen. Produktion. Ah, bevor ich das jetzt alles hier so mache. Ich habe noch aus meinem anderen Spiel den Entwicklermodus an. Tut mir leid. So, was haben wir denn hier? Produktion. Schmelzofen. Ich glaube, dadurch habe ich leider aber jetzt alles freigeschaltet. Kann das sein? Ah, ne, Mechanik habe ich schon. Das ist gut. Produktion. Hier, da. Hier. Was wollte ich denn? Mechanikwerkbank. Habe ich dafür genug Bauteile? Ja. Okay, Mechanikwerkbank, wo basteln wir die denn mal hin? Eigentlich bräuchte ich mal irgendwie, ich brauche mal größeres Domizil hier irgendwie hier hinten drin. Das ist furchtbar, ey. So, wie sieht's denn überhaupt aus hier mit der Arbeit und so? Ist das hier Freizeit? Ja, ich bin ja so ein bisschen farbenblind, der kenne ich immer schlecht, ne? Und jetzt gucken wir mal eben. Wer hat denn hier so schlechte Laune? Richard. Ja, gut. Starker Vergnügungsmangel. Ja, kann ich verstehen, wenn der da, du da in der Muffbude liegst, ne? Was ist denn da? Hast du immer noch eine schwere Infektion? Ja, blöd, ne? Kann ich mal einer den besuchen gehen hier oder so? Ach, ist 1 Uhr nachts. Hier, komm, füttern wir den mal. Muss ja auch sein, ne? Kann ja nicht sein, dass hier, So, guck mal, jetzt hat er auch wieder ein bisschen Vergnügen so, ne? Geht hoch, weil ist ja, war ja ein Kollege da. Ach, guck mal, ist sogar nachhaltig. Geht bis hierhin hoch. Wurde beleidigt. Ah, ist jetzt wieder am Start aber anscheinend. Geil. Okay, hier habe ich ja mein Lager bisher. Minus 9 Grad, ist auch alles tacken so. Nahrung, Nahrung, Nahrung. Ja, den Rest wollte ich ja eigentlich woanders lagern, ne? So, die nehmen wir mal weg, weil dann müssen die Hauling-Bots alles hier reintragen. Und meine Nase ist ein bisschen zu, merkt ihr, ne? So, Böden. Haben wir denn genug Stoff, um hier den blauen Teppich mal doch noch bis zur Tür zu führen? Oder ist das Quatsch alles hier? Wie viel haben wir denn? 540 sollte reichen. Ach, guck mal da. Er ist schon am weiter ausheben hier. Das ist natürlich schön, ne? Oh, ein Waffenhändler. Da gucken wir doch mal. Richard? Ach, geht verwirrt umher. Ja gut, Richard, der macht das dann wohl nicht. Aber das ist gar nicht der Waffenhändler, das ist der Piratenhändler von gerade. Ne? Ist auch blöd, aber blöd. Ja, dann machen wir das doch mal alles weg. Es ist auch Sonnenfinsternis, deshalb habe ich gleich keinen Strom mehr bestimmt, ne? Ja, das sieht schlecht aus. Heute Nacht ist kein Strom. Und ich habe übrigens rausgefunden, wie man die Tiere, den Tiergebieten zuweist. Nämlich, man muss hier unten bei Tiere dann auch das Tiergebiet wählen. Weißt du? Oh, Alter. Ach, guck mal, was ist denn hier? Noch ein Putzroboter. Krass. Den stelle ich mal hier hin. So, du kannst mal aktiviert werden. Wie viele Putzroboter habe ich denn jetzt? 2 und noch einen, dann 3. Ja, ich brauche einen Roboterhändler. Das wäre schon geil. So, also wäre schon sehr nice. Und eigentlich könnte ich hier auch meine Wand mal wieder reinmachen. Ne? So, okay, ich werde jetzt erstmal das hier alles abbrechen, dass die hier nicht mehr mal lochen, weil ich möchte nämlich gerne tatsächlich hier hinten meinen Eingang rein haben. Und deshalb sage ich denen jetzt schon mal, die sollen das hier mal abbauen. Dann habe ich schon mal so einen 4 breiten Weg in der Mitte. Das können sie auch noch abreißen. Und dann den Rest gucken wir mal, wie wir das so machen, ne? Ist denn überhaupt hier einer eingeteilt als Bergarbeiter? Bergarbeiter, hier. Ihr beide macht das schon, ne? Der Richard und der Hitman. Macht Richard? Ach ja, geht verwirrt umher. Das war das Jahr, ne? Von dem Jahr. Der Spinner, ne? Ja, läuft da rum. Oh, verrücktes Tier. Was ist es? Da kommt die Chinchilla-Sau. Oh. Oh, hier, guck mal. So, die Hauling-Bots hauen dadurch ab. Jetzt geht vor Fresse, der Chinchilla, ja. Kann mich mal. Habt ihr gesehen, wie geil die Hauling-Bots auch abgehauen sind? Ist schon geil. Es gibt auch noch Crafting-Bots und Gardener-Bots und die brauche ich natürlich alle. Und dafür muss ich natürlich viel vercheckern, ne?
auch nicht. Ach ne, Richard geht immer noch verwirrt umher. Und wer ist jetzt hier vor Trauer zusammengebrochen? Oh, ey. Warum denn? Ihr Ehemann Pete starb, ey. Ja, in 14 Tagen ist aber auch mal gut, ne? Pumpkin. Ihr habt schon den Kapselabsturz überlebt. Das ist mehr als, ne, viele überleben. Also, stell dich mal nicht so an. Ja. Okay. Jetzt müssen wir erstmal wieder abwarten, bis wieder Tag ist. Aber in der Zeit zumindest der Cleaning-Bot arbeitet ja, ne? Was macht eigentlich Richard? Geht immer noch verwirrt umher. Ist doch Panne. Guck mal, jetzt ist er wieder wach geworden. Jetzt hat er krass Hunger. Schlechte Laune. Pumpkin. Ah, guck mal, sie hat sich auch wieder bekriegt. Dann soll sie mal ins Bett gehen. Habe ich denn hier überall Bettruhe auch? Ja, habe ich. So, aber natürlich nicht beim Nick. Der soll ja erstmal vorrangig Arzt sein. Okay, von euch hier, Varenus, ne? Könntest du ein bisschen unglaubliche Freundlichkeit besitzen, das Timer aufzubauen? Wäre schon, wär echt so geil, ne, von dir. So, schalt mal Tür direkt an. Oh, Überfall. Wer kommt? Oh, hier 6 Stück. Und ich hab hier nix. Scheiße, das ist natürlich nicht gut. Varenus, komm her. So, Varenus, kann Varenus nicht auch Bauarbeiter sein dann direkt? Varenus, Bauarbeiter, so. Komm, hol mal Holz. Warten die da noch ein bisschen? Wo sind die denn? Hier unten? Da. Ja, die warten noch ein bisschen. Das ist gut, weil so krass viel Holz habe ich jetzt nicht. Aber das sollte reichen, was sie dabei hat für die 5 Mäuerkiste. Komm, mach zu. Ja, nice. Das ist doch schon mal zu. Oh, die starten den Angriff. Und hat mir gerade auffällt. Ich will mal gucken hier. Okay, Aussaat ist erlaubt. So, dann, ja, sollen sie kommen? Oh nein, die ist noch offen. Das ist natürlich nicht gut. Okay, dann werde ich wohl mal meine Leutchen hier zusammentrommeln. Kommt mal alle hier. Hier rein. So, lassen wir auch mal die Tiere frei. Ach, jetzt geht er natürlich hier runter, ne? War so klar. Er muss jetzt natürlich auf dem Solarpanel stehen bleiben und den Cleaning-Bot angreifen, ne? Ja, das war ganz wichtig. Was mich gerade mal dazu bringt, hier das mal alles als Heimgebiet zu entfernen, weil deshalb dann fahren die Putzroboter auch nicht da rum, ne? Weil das müssen ja nicht sauber halten, ist ja Quatsch. So, ist hier irgendwo noch was? Hier so, das brauchen sie auch nicht. Okay, mache ich zwar hier mitten in der Schlägerei, aber ist halt so, ne? So, Hitman, Varenus. So, jetzt gleich kommt der Cleaning-Bot um die Ecke. Ne, Pumpkin stellen wir erstmal da hinten. Richard hat keine Waffe. So, tötet die mal hier. Ihr müsst auch treffen, Freunde, ne? Jawohl, der ist schon mal Fratze hier. So, treffen wir den schon? Guck mal, die beiden können schon schießen. Lumi hat keine Waffe. Kann sich direkt mal verpissen hier. Macht die denn? Besucht ein Grab jetzt oder was? Really, jetzt. Schieß doch mal. Du hast doch da so einen Granatwerfer. Alter. Jetzt fliehen sie schon. Ja, krass. So, haben wir hier irgendjemanden, der mal einen tragen kann? Pumpkin, wie sieht's denn aus hier? Bedürfnis ist noch einigermaßen. Ah, ne, der lebt. Der ist schon tot. Das ist ja schade. Ja. Habt ihr gesehen? Mein Alpaka hat gekillt. Hier, die Tussi. So geht das. Wird der denn gezähmt hier? Ja, komm, die seltenen Trombos, die müssen wir eigentlich zähmen. Und Hitman ist ja auch vorrangig Tierpfleger. Ne, das ist ja schon mal gut. So, ja, auch diesen Überfall mehr oder weniger überlebt, ne? Was ist denn hier mit Hitman? Ruht sich mit anderen aus. Achso, ja, war gar nichts. Okay, ich habe jetzt gedacht, er hätte irgendein Problem da. Aber haben wir ja Glück gehabt, ne? So, und hier lasse ich einfach mal alles zu. Bis auf Nahrung, Verrottendes, Leichen, Brocken. Ja, sonst alles. Dann können die Hauling-Bots das nämlich gleich mal da reinbringen. Und beim nächsten Handelsschiff muss ich natürlich mal ein bisschen was loswerden, ne? Da muss ich hier richtig was raushauen, so. Ein paar Tiere verkloppen, weil ich habe schon ziemlich viele Viecher jetzt. Ich habe schon gar nicht mehr so viele Betten, damit die ganzen Viecher irgendwo pennen können, ey. Mein Gott, diese ganzen Wildschweine. Muss echt mal irgendwie ein Handelsschiff kommen. Oder ist eins da? Nee, ach, nicht benutzbar Sonneneruption sowieso. Krass. Ja, und ich wollte ja eigentlich noch die Mechanikwerkbank basteln, ne? Ich bastel die jetzt einfach mal hier rein.
Da muss ich zwar auch noch ein bisschen Strom hier rüberlegen, damit das Ding hier drankommt, aber passt schon, wenn das fertig ist. Was braucht das? 150 Stahl. Ja, habe ich. So, kannst du mal hier die Bank fertig bauen, bitte? Wäre geil. Ist da erst 0 Uhr? Ja, komm, geh mal pennen. Muss ja. Er muss ja auch mal schlafen, ne? Der arme Kerl. So, und ich muss mal ganz kurz hier raus gucken. So. Und ich muss mal niesen. Wow. Hui. Tut mir echt leid. Freunde, also passiert manchmal, ne? Ich gehe auch dann weg vom Mikro. Aber ich feiere jetzt ab nächste Woche Montag, ne? Also in 5, 6, 7 Tagen in den Urlaub für eine Woche. Und dann muss ich ein bisschen vorproduzieren, ne? So sieht's aus. Ist hier irgendeiner nackig eigentlich? Richard, komm, zieh mal hier deine Jacke an. Und die Hose. Dann ist ja doch alles besser. Und das hier. Das Syngan-Hemd noch. Okay. Und dann holst du dir mal noch. Ist die ein Fernkämpfer eventuell? Ein Nahkämpfer? Nee, die macht gar keinen Kampf. Ja, das ist ja auch schön, ne? Jetzt. So, wieso kommt hier kein Strom an? Verstehe ich nicht. Ach so, weil gerade noch der Sonnensturm war. Okay. So, ja, ich brauche unbedingt einen Händler, der mir mal was vercheckt hier. So, Make Gardener Bot. Obwohl, ich sollte erstmal Hauler Bots hier bauen. Das sind die Trägerbots. So, 3. Und ich brauche natürlich auch noch. Obwohl, nee, ich fange erstmal mit den Crafter Bots an, weil die entlasten mich am meisten. Ne? So, produziere, bis du X hast. Nö, lassen wir mal so. Und du, Nick, was machst du? Nee, du kannst jetzt mal. Ist kein Schmied. Aber hier, Nick ist doch ein super Schmied. So, jetzt bist du ein Schmied, Nick, ne? Ha. Ja. Hä? Ach, hier. Nee, da. So, machen wir Bergarbeiter mal 2. Okay. Dann mach das doch mal bitte hier. Weil danach kann halt nämlich der Crafting-Bot machen. Ne? Ist auch geil. Weil der bauarbeitet auch und alles. Also ist der Hammer. So, Crafting-Bot. Hier, was braucht der denn? Der braucht 250 Stahl, 10 Bauteile. Das sieht doch noch ganz gut aus. Wie viel haben wir hier schon liegen? 75? Achso, 150 insgesamt. Ja, dann schaffe ich sogar 2 Stück schon mal fertig zu machen, glaube ich. Obwohl, vielleicht sollte ich mir auch. Kann man nämlich auch bauen. Hallo, ich wollte das Ding hier haben. Ja. Ja, das Ding. So, Miningbot. Wir machen hier erstmal mal einen davon ein. Wir machen mal von jedem einen. Und guck mal, der baut den schon. Wie geil ist das denn? Der ist gleich schon fertig. Nee. Boah, der geht ja voll ab hier, der Typ hier. Aber Handwerk ist ja eigentlich nicht so schnell, ne? Oder was ist das hier, was er gerade macht? Ja, eigentlich ja Schmieden, aber das sieht man hier nicht. In diesem Team. Oh, Roboterhändler. Fast übersehen. Nick. An die Konsole. So, was haben wir denn hier? Miningbot. Boah, ey. Gardenerbot. 700, Alter. Stahl. Wie viel kriege ich denn davon? 248. Weil geil wäre. Ich kaufe jetzt einen Crafterbot. Und einen Miningbot. Und kann ich hier nicht noch irgendwas verchecken hier? Ja, nur Bauteile. Aber so viel habe ich auch nicht. Scheiße. Den Mining. Nee. So, den Miningbot kann ich mir nicht leisten, aber den Craftingbot, und das ist schon mal geil. So, den Craftingbot, den installieren wir direkt mal hier neben, damit das Teil immer am nächsten ist. Oh, die macht da direkt die Variness. So, den aktivieren wir mal und dann gucken wir noch mal direkt, was der macht. Guck mal, Sewing Pants, der fängt direkt an hier zu arbeiten. Ne? Hosen zum Beispiel. Aber das werde ich jetzt erstmal alles aussetzen. Dann kann er lieber was anderes machen, ne? Jetzt gerade zwar nix, aber dann braucht der Nick auch nicht mehr schmieden. So, machen wir das mal weg. Bergarbeiter ist wichtiger. Ja, okay. Dann kann der Crafting-Bot das ja auch machen. Und ich habe ja jetzt auch noch einen, ne? So, wo hat er den Ding getan? Da. Kannst du direkt mal aufbauen, Nick. So sieht's aus. Hallo? Mach's halt mal. Du kommst doch von da. Ich will immer zuerst auf das Item klicken, was er mitnehmen soll. Weiß auch nicht so genau, warum. So, 2 Crafting-Bots haben wir schon mal. An den, das war ein Gardener-Bot. Das ist schon mal gut. Jetzt seht ihr gleich hier. Bam, bam, bam. Ernte fehlgeschlagen. Der erntet natürlich, hat natürlich auch viele Fehlschläge, aber dafür läuft es halt komplett autonom, ne? Und ich muss mich darum gar nicht mehr kümmern. So, deshalb hier die Landwirte können wir nämlich mal alle verschlechtern.
Weil der macht das schon, ne? Guck mal da, da waren gerade die Crafting-Bots, haben sie einfach mal Dächer gebaut. Kann ich mich noch irgendwas leisten hier? 661. Putzroboter, Crafting. So, und vielleicht noch ein Mining-Bot. Ja, jetzt habe ich noch 3 Silber, aber immerhin ein Mining-Bot. Muss sie natürlich auch ein paar Bauteile für opfern, ne? So, den Mining-Bot, den packe ich. Am besten packe ich den mal hin. Der soll ja auch schön geschützt sein, ne? Ich mache den mal dahin. Und ist sie hier schon zugewiesen? Ja. So, so Sachen gucke ich gerne mal nochmal nach, weil man ja nicht genau weiß, ob das wirklich immer dann, ob man es gemacht hat, ne? Weil irgendwann erinnert man sich einfach nicht mehr. So, der ist auch da. Aktivieren. Den sollte man jetzt natürlich nicht zu weit wegschicken. Und das brechen wir auch mal ab hier. Wir können nämlich viel lieber hier mal reingraben. Hallo? Hallo? So. Und mal gucken, was wir hier dann schönes bauen können. Ne? Hier haben wir ja schön viel Platz drin. Oder nach unten. Hier hätten wir auch richtig viel Platz. Aber nach oben ist auch gut. Ne? Kann man dann später das hier mal richtig schön zumauern. Hat man hier dann die Tiere hinten drin, ganz sicher. Und dann gucken wir mal. So, wo haben wir denn noch Eisen? Eisen ist schön markiert hier drin. Habe ich noch irgendwo außerhalb Eisen markiert? Weil die Mining-Bots sind nicht so die krassesten. Deshalb machen wir das jetzt erstmal weg. Und hier ist eine Fliege bei mir im Zimmer, die mir immer am Arm landet. Scheiß Vieh, ey. So, ja, das können wir ruhig mal noch wegmachen. Und wir müssen natürlich hier... Was kostet denn die Stahlwand? 5. 15. So, machen wir doch mal. Vielleicht kommen sie dann ja nicht da durchgebombt diesmal. Obwohl, die müssen sie auch noch machen. Hier, Schieferwände. Wo hab ich denn? Wo hab ich denn? Hab ich schon? Ach ja, hab ich ja hier oben auch. Ne? Das machen wir mal an, weil da können die Crafting-Bots dann schön arbeiten. Und wir machen hier hinten mal Handwerker auch raus. Denn brauchen meine Leute ja nicht machen mehr, ne? So, wie sieht's denn aus hier? Sieht's gut aus? Hier drin ist zumindest alles sauber. Hier ist alles vollgekotzt und so. Aber ist mir egal. Und eigentlich hungerndes Tier. Ach, ein Panther. Ja gut, für den habe ich natürlich jetzt kein Fleisch, ne? So, schlachten wir mal, schlachten wir mal. Wo ist der Tierpfleger? Puik! Puik! So, haben wir auch mal ein bisschen Fleisch hier. So. Zack. Zack. Guck mal, kann er direkt wegbringen. Hä? Hier sind doch Tierleichen. Ach so, das ist jetzt hier. Weil das natürlich auf kritisch steht. Oder wichtig, geht er erst hier hin. Aber die Tierleiche gehört doch gar nicht dahin. Was macht der denn? Ach so, lol, der hat gar kein Tier mitgehabt. Hier, guck mal, jetzt habe ich richtig schön lecker auf Halde, ne? So, wie machen wir das hier mal? Eigentlich bräuchte ich ja... Ich lass mal das Tiergebiet, bis in den Kühlraum zu, ne? So, 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 so und so. Dann können die Panther sich nämlich auch was zu essen holen. Eigentlich. Wenn sie schlau wären. Oh, geht er jetzt dahin? Geht er dahin? Ja, ich glaube... Oh, nee, noch nicht. Nee, nee, der Panther geht nicht dahin. Aber krass, ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ne? Bis dahin, haut rein, ciao!